Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen AgriCare Workshop. Ich freue mich darüber, dass Sie hier so rege wieder teilnehmen. Es hat sich ja schon eingebürgert, dass man sich Montag und heute, der 12. Dezember 2022, ist ein Montag, dass man sich montags 20 Uhr zum Workshop hier einfindet. Und viele andere noch, die nicht zu dem Zeitpunkt dabei sein können, dabei sein wollen, die finden sich dann dabei ein, die Aufzeichnung zu verarbeiten. Warum sage ich, wir freuen uns? Ja, wir freuen uns, denn wir wissen, wir können mit AgriCare unsere Lebensqualität verbessern. Und an jedem Workshop verbessern wir unser Wissen darüber und wissen mehr, wie wir das tun können. Also, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Ich begrüße auch gleich meine Frau Renate und Tochter Claudia, die mir wieder assistieren, dabei ihre Fragen zu beantworten. Denn wie immer habe ich zu Beginn einige vorbereitete Bemerkungen. Ich blende dazu gleich die Folien ein und gebe sie Ihnen auch zum Download als PDF. Wie immer habe ich das und kann während der Zeit nicht den Chat verfolgen, nicht Ihre Nachrichten aufnehmen, Ihre Fragen aufnehmen, und mit Hilfe von Renate und Claudia kann ich das sehr gut tun. Also starten wir. Zunächst natürlich mit der obligaten Frage: Können Sie mich denn auch hören? Bin ich gut zu verstehen? Und ich schaue mal in den Chat, ob ich gut zu vernehmen bin. Ah, Bild und Ton gut, lese ich schon. Vielen Dank, Herr Schuster, prima. Sie helfen mir damit sehr gut mit dieser Rückmeldung. So, und zunächst, dass ich es nicht vergesse, können Sie ab sofort die Folien als PDF herunterladen. Ich weiß, dass viele von Ihnen das gern tun, denn es ist eine kleine Dokumentation, die sich jeder selbst halten kann. Und nun starte ich die vorbereiteten Folien, sprich meine Präsentation vom heutigen Tag. Und Sie lesen, heute ist der 12. Dezember, welche Neuigkeit, und lassen Sie uns starten. Achtung, wichtiger Hinweis: Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Schon das Wichtigste geschafft. Ich blende hier wieder die Möglichkeiten der Kommunikation zu uns ein. Bitte übernehmen Sie die. Wählen Sie sich die Kommunikationswege aus, die Ihnen am liebsten sind. Uns jeder Kommunikationsweg liebt, denn für uns ist es ganz, ganz wichtig, für Sie beratend zur Verfügung zu stehen, um Ihnen zu helfen, Ihre Lebensqualität zu verbessern. Sie finden also alle Angaben auf dieser Folie. Und die nächsten Angaben, auch das ist weiterbildend für den einen oder anderen doch wichtig, noch einmal das Basiswissen aufzufrischen im Zusammenhang mit AgriCare, dieser Körperpflege mittels AgriCare zur Verbesserung der Lebensqualität. Das sehen Sie im oberen Link auf unserem YouTube-Kanal, und im unteren Link, auch auf unserem YouTube-Kanal, finden Sie Darlegungen zu den Randbedingungen, und dort erfahren Sie spätestens dort erfahren Sie, dass Randbedingungen einzuhalten optimal sind, nämlich sie bilden das Optimum, um mit bestem Effekt Lebensqualität zu bekommen. Ja, und dann habe ich noch gesagt, dass wir auch auf Vimeo zu sehen sind. Ob das allen schon gelingt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich verspreche es, ich habe es beim letzten Mal auch schon versprochen, aber es war zu wenig Zeit. Wir waren auf Reisen, dass das dann auch besser dargestellt wird. Noch einen kleinen Vorgeschmack haben Sie bekommen im Zusammenhang mit Wasser markieren, worauf ich noch zurückkommen werde. Ja, und für uns ist es eine große Freude, wenn Sie erfolgreich sind. Das ist nicht nur für Sie schön, meine Damen und Herren, sondern auch für uns, denn wir bilden uns ein, wir haben jemandem geholfen, wir konnten unterstützend sein dabei, das bilden wir uns einfach ein, obwohl es wissenschaftlich nicht bewiesen ist. Und Sie möchten dann gern, das ist auch verständlich, aus Ihrer Freude heraus anderen die Empfehlung AgriCare geben. Und das natürlich würde zu einem potenziellen Käufer, also zu einem neuen Anwender führen. Und folgende Prozedur bitte halten Sie ein, damit wir Ihnen auch unser Dankeschön
überweisen können, nämlich eine Provision von 150 Euro. Sie sehen hier die Prozedur. Geben Sie uns also den Namen bekannt über die E-Mail-Adresse support@ulrich-mtc.de. Sie ist eingeblendet. Wir reservieren Ihnen dann diesen potenziellen Käufer für 30 Tage. Wenn er innerhalb der Zeit in unserem Shop kauft, ich möchte es noch betonen, in unserem Shop kauft, dann sind wir voller Freude und können Ihnen 150 Euro überweisen. Die ganze Sache hat doch einen mehrfachen Freude-Erfolg, möchte ich mal sagen. Bringt doch mehrfach Freude. Erstens einmal, Sie geben Ihre Freude über Ihren Erfolg weiter. Eine andere Person, dem Sie das sozusagen empfehlen, ist in der Lage, die Lebensqualität zu verbessern. Und wir freuen uns, einen weiteren Anwender zu haben. Und es denke ich, das ist schon Grund genug, dass ich auch an diesem Tag, an diesem Abend wieder meinen Dank ausspreche für Ihr Engagement bei der Vermittlung von neuen Käufern. Im Video vom 7.12., das habe ich sozusagen als einen Nachtrag gemacht für den Workshop vom 5.12., also vom vergangenen Montag, weil eine Frage aufkam im Workshop und da war einfach die Zeit nicht da, das so detailliert wie es notwendig ist, zu erklären mit dem Wassermarkieren. Deshalb haben Sie alle von uns, die Anwender sind, den Nachtrag bekommen mit diesem Link, den ich hier aufgeschrieben habe, den Sie hier auf dieser Folie finden. Und wer das nicht bekommen hat, weil er eben jetzt ein neuer Anwender ist und sich dafür interessiert, oder wer einfach die E-Mail verpasst hat, der möge doch über diesen Link sich dort noch einmal informieren, wie das aussieht mit dem Markieren von Wasser. Ich denke, das dürfte interessant sein für Sie. Und heute möchte ich mal etwas Grundlegenderes bringen, insbesondere zu Erregern und wiederum insbesondere zu Bakterien und dort wiederum zu speziellen Bakterien. Und das passt genau in unseren Ablauf rein, den wir mit AgriCare ja wünschen. Wir wollen ja Lebensqualität verbessern. Wie tun wir das? Wenn Ihre Lebensqualität eingeschränkt ist auf Zellenebene, nämlich liegt Sauerstoffmangel vor oder Sie haben eine Infektion, dann haben Sie von den Mitochondrien aus gesehen eine Energiekrise. Aufgrund des Sauerstoffmangels können die Mitochondrien nicht ausreichend Energie produzieren. Sie können kein ATP liefern. Die Zelle rettet sich, das sehen Sie in der zweiten Spalte von links gerechnet, über einen Ersatzstoffwechsel, den wir auch Zellstoffwechsel nennen. Sie rettet sich, indem sie eben eine alkoholische Gärung nutzt. Da gärt die Zellflüssigkeit, das Phytoplasma, und das führt ohne Sauerstoff dann zur Energie für die Zelle. Die Zelle kann überleben. Doch es ergibt sich dadurch eine Verschiebung des Milieus, des pH-Wertes in und um die Zelle herum, und eine Vielzahl von Mikroorganismen für ganz spezielle Erkrankungen der Zellen, ganz spezielle spezifische Zusammenstellung von Mikroorganismen, gerät in Dysbalance. Das sehen Sie in der dritten Spalte. Und diese Mikroorganismen, die beseitigen wir mit AgriCare. Das sehen Sie rechts. Mit AgriCare können wir ganz spezifische Frequenzen in den Körper einbringen, die dann bei den Mikroorganismen in Dysbalance landen und dort dazu führen, die Mikroorganismen zu eliminieren. Das ist genau das, was wir wollen, weil ja die Mikroorganismen und die Krankheit in eine Symbiose eingegangen sind. Diese Symbiose brechen wir auf mit AgriCare. Dabei entstehen Reste der eliminierten Mikroorganismen, und diese Reste sind meistens mit Schwermetallen, Giften oder anderen Gefahrenstoffen beladen, die müssen aus dem Körper heraus. Und das ist symbolisiert im unteren Bereich der rechten Spalte mit dem Wasserhahn, wo das Gift dann herausfließt. Und Sie wissen schon, das erreichen wir sehr gut, indem wir Naturzeolit und andere Möglichkeiten einsetzen, um die Entgiftung voranzubringen, was notwendig ist. Und heute möchte ich mal etwas zu Bakterien sagen. Sind Bakterien eine Krankheit? Führen sie zu einer Krankheit oder werden sie eigentlich als biologische Waffen eingesetzt? Das ist eine Frage. Möchte ich zunächst das einmal ein paar ganz wenige Zahlen, nur eigentlich sind nur zwei Zahlen, klären. Nämlich, wir kennen ungefähr 800.000 Arten von Bakterien und Mikroben. 800.000. Und nur 200 dieser Arten sind für uns Krankheitserreger. Das sind, ich habe die Zahlen mal ausgerechnet, das sehen Sie hier, 0,0025%. Die sind also nur krankheitserregend.
die können nur krankheitserregend sein. Sie wissen schon, wir haben viele Gegenmaßnahmen, dass sie eben nicht zur Krankheit führen, aber sie sind krankheitserregend. Ganz, ganz wenige nur. Also wir sollten noch niemals, sagen wir mal, so arrogant sein und die Bakterien in die böse Ecke schieben, sondern wir brauchen sie an vielen Stellen. Wir brauchen sie zum Beispiel dort, wo Vitamine entstehen. Wir brauchen sie dort, wo aus Nahrung Energie entsteht, zur Aufbereitung der Nahrung. Und wir brauchen sie auch dort, wo Enzyme gebraucht werden. Und an vielen anderen Stellen auch. Das sind alles die guten Dinge. Der 99,9975% der Arten der Bakterien oder Mikroben. Und nur der kleine Teil kann krankheitserregend sein. Und ich habe mich mal hier auf die Borrelien eingefunden, weil die meisten von Ihnen interessiert sind an Borrelien, beziehungsweise wie man gegen Borrelien oder gegen Borreliose, das ist die Erkrankung, die sich daraus ergibt, vorgehen kann. Und es gibt ungefähr 300 Arten von Borrelien. Ich möchte die gar nicht aufzählen, ich kann die auch gar nicht aufzählen. Mir reicht es, wenn ich die 4 Arten nenne, die Krankheiten auslösen können. Das ist einmal Borrelia burgdorferi. Das ist sicherlich eine Bezeichnung, die jeder von Ihnen kennt. Dann ist es eine Art, die ist Borrelia garinii, Borrelia afzellii und Borrelia duttonii. Diese sind die Erreger. Und dass Sie es nicht verwechseln, nicht die abgebildete Zecke, die hier im Bild dargestellt ist, die auf einer Haut hier gerade sich befindet und fotografiert wurde, nicht die Zecke ist das Problem, sondern die Mikroben, mit die uns die Zecke in den Körper bringt, nämlich die Borrelien. Nicht die Zecke, also nicht das Insekt, gegen das gehen wir vor, sondern wir gehen gegen die Borrelien vor. Und Borrelien, hier sind sie einmal dargestellt in einer Form. Borrelien können unterschiedliche Formen haben. Meistens haben sie die Form einer Schraube. Und Sie sehen in dem blau hier dargestellten Bild, was ich aus Wikipedia entnommen habe, sehen Sie die Mikroskopaufnahmen von Borrelien. So können also Borrelien aussehen und so sehen sie meistens aus. Die kommen also in unseren Körper eingebracht, denken Sie, bis jetzt durch die Zecke. Doch es gibt noch andere Träger, die uns die Borrelien leider in den Körper bringen. Borrelien kennt man schon einige Zeit und man hat im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Wehrmacht über der Ukraine-Front, also im Krieg gegen die Sowjetunion, hat man Borrelien abgeworfen. Das Ziel war damals die Vernichtung der Menschen in der Sowjetunion durch Hunger, weil man nämlich auf Viehweiden abgeworfen hat von Flugzeugen. Und ich habe die Memoirenliteratur sehr gern gelesen, die eben wiedergibt, wie das abgelaufen ist. Und ich bin dadurch auch nicht dümmer geworden, dass das Memoirenliteratur von sowjetischen Heerführern waren. Und die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Die haben diese kleinen Papiertütchen gesehen, die abgeworfen wurden von den deutschen Flugzeugen, von der Wehrmacht, und wussten damit nichts anzufangen. Und da waren die Erreger drin, teilweise als Insekten, damals noch die Zecken. Und als der Krieg zu Ende ging, hat man das einfach fortgeführt. Es gab ein Projekt, ein großes militärisches Projekt, das hieß Paperclick. Und Paperclick wurde geführt in der Oberleitung von Professor Werner von Braun. Den kennen Sie sicherlich seit der Mondlandung der NASA. Und der hat als Geheimentwicklung war auch der Leiter von Professor Tauber, einem deutschen Biologen, Hochschullehrer, der sich schon im Zweiten Weltkrieg damit beschäftigt hat, die Borrelien zu manipulieren, genmanipulieren, um sie eben gefährlich zu machen, um sie im Krieg einzusetzen. Und diese Entwicklung von B-Waffen oder von Biowaffen, die fand in einem Geheiminstitut in den USA statt. Plum Island Institute ist das gewesen. Das ist auf einer Insel. Die Insel war in der Nähe der Stadt Lyme. Und es gab schon einen ersten Ausbruch dieser geheim gehaltenen Erreger, einen ersten Ausbruch, der festgestellt wurde, nämlich es wurde eine Epidemie in Lyme in der Stadt festgestellt und dort gab es eben schwere Erkrankungen, auch hauptsächlich von jungen Menschen, die rheumatisch ähnliche Arthritis hatten. Und man datiert das auf das Jahr 1975. Dabei ist es schon vorher vorgekommen, dass wenn Ebbe war oder wenn Vögel von der Insel in das Land flogen, dass sie dann schon diese mutierten Borrelien verteilt haben
in den USA. Und es ging ganz schnell. Also zunächst erstmal großes Aufsehen 1975. Da wurde auch noch nicht gesagt, woher das kam, dass es eine geheime Entwicklung war. Und durch Vögel und andere Tiere wurde es dann weiter verteilt. Zunächst erstmal zur Stadt Lyme und dann weiter. Und seit 1975 ist uns bekannt, dass nicht nur die Zecke, Überträger und Horst der Erreger Borrelien sind, sondern auch Mücken und Fliegen. Und ich werde gleich erklären, was das für unangenehme Folgen hatte. Es ist ganz bewusst gemacht worden. Und weil das in der Stadt Lyme zum Ausbruch dieser Borrelien gekommen ist, der genetisch veränderten Borrelien als Kriegswaffe, heißen die Borrelien auch Lyme-Borrelien. Und bei der Erkrankung spricht man auch von Lyme-Borreliose. Also mit den Mücken und Fliegen, das ist schon eine böse Geschichte gewesen, denn Sie können sich vorstellen, bei der Zecke, da ist es noch so gewesen, wie Oma und Opa uns das erklärt haben als Kinder, da gibt es den Biss, den man deutlich sieht, die Rötung und den Erweiterungsring, der sich ausgedehnt hat ringsherum. Und da gab es noch ein bisschen eine Anschwellung und Erwärmung dazu, also ganz deutlich zu sehen. Wenn eine Mücke oder eine Fliege kommt, die Mücke, die sticht auch, die Zecke, die beißt, die Mücke, die sticht, die Fliege sticht gar nicht. Und die übertragen aber die Borrelien trotzdem, weil die sind eben mutiert und deshalb konnten Mücken und Fliegen das auch transportieren. Und wir haben keine Notwendigkeit mehr, eine Bissstelle zu sehen oder eine Rötung oder eine Wärmung oder sonst etwas, was wir gelernt haben in der Vergangenheit, sondern das läuft vollkommen unbemerkt ab. Vollkommen unbemerkt und eine Erkrankung. Und wir werden auch gleich erklären, warum es zu schweren Erkrankungen kommt, bis zu Neuroborreliose. Erkrankungen mit Symptomen werden dann erst 20 bis 25 Jahre oder noch später erkannt und treten dann erst auf. Also es gäbe, wenn wir das nicht feststellen, gar keinen Grund, Gegenmaßnahmen einzuleiten, obwohl wir infiziert sind mit Borrelien dieser neuen Art. Und sehr häufig führt es eben dann zu Nervenerkrankungen, zu schweren Nervenerkrankungen. Ich sagte schon das Wort Neuroborreliose. Und seit 1985 hat eine Biologin, die erst im Jahr 2008 erkrankt ist, eine amerikanische Biologin, festgestellt, dass die vielen Gelenkerkrankungen bei jungen Menschen in den USA beginnend, dass die zurückzuführen sind auf diese Borrelieninfektion oder Lyme-Borrelieninfektion. Und ganz schnell gab es, ich sage schon junge Menschen, eine weite Verbreitung über das US-Militär in den USA. Und das Militär kam nach Europa und auch überall auf der Welt ist ja amerikanisches Militär. Und die haben diese Erreger mitgebracht und es gab eine ganz schnelle Verteilung. Und Sie wissen ja sicherlich, das muss ich Ihnen nicht erzählen, dass das mittlerweile eine weit verbreitete Infektion ist mit Borrelien. Und ich komme noch darauf, dass es noch mehr nach sich zieht. In den meisten Bundesländern in Deutschland sind Borrelieninfektionen meldepflichtig. Doch das wird nicht konsequent verfolgt und auch nicht gemeldet, nämlich dem Löffler-Institut von den Ärzten wird es nicht gemeldet, weil ja es überhaupt nichts vorliegt, was dort getan werden kann. Es ist ja nicht üblich, dass man Agilcare kennt und deshalb wird die Meldepflicht. Ich glaube, ich habe mal nachgelesen, in einem Jahr in meinem Bundesland Brandenburg wurden vielleicht 300 gemeldet, 300 Fälle. Und ich würde mal denken, vielleicht wären 90.000 oder 120.000 die richtige Zahl, was dann eben wirklich vorkommt. Man kann das auch hochrechnen. Epidemiologen wissen das. Und diese verbrecherischen Genveränderungen mit der Bildung, Entwicklung von Biowaffen führen zu häufigen Problemen, genauso wie der unbedachte Einsatz von Antibiotika gegen Borrelien. Und ich will gleich hier sagen, Antibiotika sind nur sinnvoll in den ersten 14 Tagen nach der Infektion. Wenn man doch keine Ereignisse sieht, kein Biss, keine Rötung, keinen Ring, wann ist dann das zu erkennen? Nämlich meistens überhaupt nicht. Also gibt man trotzdem Antibiotika und ich finde das nicht selbstverständlich. Ich finde, es gibt eben leider dadurch auch häufige Probleme. Sprechen wir erst einmal davon, was die Genveränderungen gebracht haben. Die Genveränderungen haben gebracht, dass die Borrelien Co-Infektionen nach sich ziehen für den Menschen. Und wir sprechen heute nur von Menschen. Es gibt auch Infektionen bei den Tieren, aber wir sprechen heute nur von den Menschen. Und den Menschen
Als Koinfektion kommen dann Mykoplasmen. Es kommen auch Viren. Ganz wichtig, Herpes Typ 6, der HHV6, ist im Gefolge der Borrelien, hat er Eintritt gefunden in den Menschen. Trichomonaden, ich sprach schon sehr häufig darüber, eine der infektiösesten und am leichtesten zu übertragenen Infektionen sind Trichomonaden. Es gibt kaum Menschen, die keine Trichomonaden haben. Zum Glück gibt es viele, die nicht unter Symptomen leiden, aber Trichomonaden sind leider sehr häufig. Chlamydia pneumonia, gut, dazu sage ich nichts, Sie wissen, einer der größten Verdächtigen für die Erkrankung. Die Borrelien ziehen auch nach sich Toxoplasmen. Über Toxoplasma haben wir auch hier schon ausgiebig gesprochen. Ich werde auch demnächst mal wieder über Toxoplasmen sprechen, weil das auch sehr weit verbreitet ist und wir dort doch große Krankheitsverläufe haben. Rickettsien, Leptospira, mutierte Streptokokken, Shigellen und Lamblien gehören auch dazu. Ich will Sie nicht langweilen, aber diese ziehen die Borrelien einfach nach sich, weil die Gene der Borrelien verändert wurden. Und ich sagte schon, dass der unbedachte Einsatz oder falsche Zeitpunkt des Einsatzes, das halte ich auch für unbedacht, von Antibiotika gegen Borrelien, dass das neben der Koinfektion auch noch zu Resistenzen führt. Wie ist der Ablauf der Resistenzen? Borrelien gehören ja zu Erregern, die es auf dieser Welt schon, naja, durch alle schlimmen Zeiten geschafft haben, zu überleben. Wir reden über Millionen von Jahren. Und die kommen eigentlich mit jedem Angriff zurecht. Das können die Borrelien wie viele andere Bakterien auch. Oder vielleicht kann ich sogar sagen, wie alle anderen Bakterien auch. Und wenn sie einen Angriff spüren, wenn man gegen sie vorgeht, eine Attacke spüren, dann kommt es zu Resistenzen. Warum? Antibiotika erkennen ihre Gegner, die sie sinnvollerweise eliminieren wollen, nämlich die Bakterien, an deren Zellwände. An deren Zellwänden erkennen sie, dass sie Gegner haben und dort können sie andocken und die Borrelien vernichten. Und anderen Bakterien auch. Doch die Borrelien erkennen sofort die Absicht dieses Vorgehens mit Antibiotika und legen ihre Zellwände einfach ab. Sie bilden die sogenannte Filmform. Sie haben keine Zellwände mehr. Somit können die Antibiotika auch nicht mehr andocken. Somit kommt es leider dazu, dass Antibiotika bei anderen Erregern andocken, bei den nützlichen. Denken Sie nochmal an die Zahl. Wir haben die nicht alle in unserem Körper. Wir kennen 800.000 Erreger und nur 200 davon sind für uns krankheitserregend von der Möglichkeit her. Und so setzen die sich an die guten Erreger, an die guten Bakterien und wir sagen dann, unser Milieu im Darm ist total zerstört durch Antibiotika und überall, wo unsere Bakterien sind. Und das ist sehr, sehr schwer, das wieder aufzubringen. Also Resistenzen der Borrelien werden erreicht. Und jetzt kommt noch die schlimmere Nachricht, dass wenn die Borrelien ihre Filmform erreichen, also ihre Zellen ablegen, dann sind sie auch resistent gegenüber der Verfolgung des Immunsystems. Denn auch unser Immunsystem würde die Borrelien und anderen Bakterien nur an deren Zellwänden erkennen und vernichten können. Das geht also auch nicht mehr. Wir haben also eine doppelte Resistenz und die nimmt immer mehr zu, weil eben immer mehr unbedacht, besonders in den reichen Industrieländern, dazu gehört Deutschland immer noch, dort unbedacht und zu viel und falsch Antibiotika gegeben werden. Und wenn es um Borrelien geht, ich sagte schon, in den ersten 14 Tagen macht das nur Sinn. Ob man das überhaupt erreicht, ist die nächste Frage. Aber nach den 14 Tagen, nach dem Ereignis der Infektion, ist es total sinnlos. Also haben wir ein Empfinden der Borrelien des Angriffs durch Medikamente, nämlich mit Antibiotika, und eine schwere Folge, nämlich Resistenzen. Und die Resistenz, die betrifft nicht nur die Borrelien, sondern auch andere Bakterien. Und nur gute Bakterien werden dann eventuell im schlimmsten Falle eliminiert. Und das tut uns nicht gut. Jetzt komme ich zum Vorteil von Agilcare und Sie ahnen es schon. Bei Agilcare gibt es überhaupt keine Attacke.
Aguilera geht ganz anders vor. Die Frequenzmuster, die wir einsetzen gegen Borrelien und auch, es trifft auch für die anderen Bakterien zu, die eliminieren nicht als Angriff die Borrelien, sondern die machen den Borrelien und den anderen Bakterien das Leben richtig schön und es führt zum übermäßigen Stoffwechsel. Das heißt, wir agitieren nicht, sondern wir erzeugen regelrecht eine Fressfreude bei den Erregern. Eine Fressfreude, die dazu führt, dass sie so viel fressen, dass sie innerhalb von Sekunden, wenn die Frequenzmuster sie erreichen, in Sekunden zerplatzen. Sie zerplatzen quasi vor Glück. Und diesen widersprüchlichen Satz habe ich auch in die Mitte geschrieben. Und niemals erkennen sie eine Attacke und niemals wird durch Aguilera eine Resistenz ausgelöst. Es gibt kein Bestreben der Borrelien, einer Attacke zu begegnen, weil es gibt keine Attacke. Und wir erreichen unser Ziel, ohne eben ein Risiko der Resistenzen zu erzeugen. Und verallgemeinern Sie bitte diesen Zusammenhang bitte auf alle krankheitserregenden Mikroben. Und das ist ein riesengroßer Vorteil von Aguilera. Das war meine bisherigen Worte, galten sozusagen ganz allgemein dazu, wie wir uns eben verhalten können, wie eben es sogar durch scheußliches Verhalten, nämlich der Entwicklung von Biowaffen, dazu gekommen ist, dass wir bestimmtes Verhalten von Borrelien nicht mehr richtig so einschätzen können, weil es ganz andere Äußerungen, ganz andere Phänomene gibt. Wir aber mit Aguilera zum Glück eine Maßnahme in der Hand haben, um unsere Lebensqualität zu verbessern, nämlich den Borrelien den Chaos zu machen, ohne dass die sich wehren. Und hier möchte ich an der Stelle heute anstelle von sonstigen Beispielen einmal darauf eingehen, was uns in den letzten Wochen eigentlich erreichte, nämlich viele Infektionen, die wir auf Virusinfektionen zurückführen und die Empfehlung dazu, wenn eben solche wie hier dargestellten Symptome vorherrschen, nämlich Schnupfen, trockener Husten, Niesen und Halsschmerzen, dass wir dann offensichtlich mit Recht empfehlen, die Anwendung A434, ich wiederhole den Quellencode-Index, A434 und die Anwendung heißt RS-Virus. Und gleichzeitig immer, weil wir dann so erfolgreich dann Rückmeldung bekommen haben oder Rückmeldung über Erfolge, gleich als zweites empfehlen wir WEI22. Ich wiederhole den Quellencode-Index, WEI22. Und das heißt Viren umfassend. Und Sie sehen hier in der Klammer, welche Viren alles davon wir damit beabsichtigen zu eliminieren. Und das möchte ich Ihnen ans Herz legen, diese Reaktion auf die jetzt entstandene Situation, dass wir eben sehr viele Virusinfektionen haben, sehr viele. Und Sie haben vielleicht in den Medien schon gehört, dass es auch eben sehr viele Kinder betrifft, die eben dann letzten Endes in unserem Gesundheitswesen zurzeit nicht genug Betreuung vom Gesundheitswesen vorfinden können, weil es hinten und vorne nicht nur am Personal, am Fachpersonal fehlt, sondern auch an anderen Voraussetzungen. Sie Aguilera besitzen, sind in der Lage, mit diesen beiden Anwendungen, die ich hier eingeblendet habe, sich zu helfen in dieser Situation. Ja, und das wäre sozusagen meine Vorbereitung jetzt hier gewesen für Sie. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einiges Wissenswertes vermitteln.